Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Auch diesmal wieder sehr interessante Sache, und zwar: Sind vegane Schuhe gleich synthetische Schuhe? Kann man die Materialien gleichsetzen? Was sind die Unterschiede und was zeichnet den einen oder anderen aus? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Unsere lieben Abonnenten kriegen ja jetzt schon das kleine Glöckchen dazu. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für diverse Themen bei uns im Schuhwie-Du-YouTube-Kanal interessieren. Der Zeit entsprechend und der vielen Nachfragen bei uns auch im Geschäft habe ich mich mal dem Thema gewidmet, dem Unterschied zwischen veganen und synthetischen Materialien bei Sommerschuhen. Weil dem einen oder anderen Käufer das wahrscheinlich noch nicht so ganz klar ist, was da der große Unterschied zwischen den beiden Dingen ist. Synthetische Materialien kennt man ja schon seit den 60er, 70er Jahren. Der praktischste Begleiter ist ja eigentlich so der PVC-Gummistiefel, den kennt man ja eigentlich schon und den gibt es auch schon ein paar Jahre länger. So, im Sportschuhbereich waren sozusagen diese Trekking-Sandalen oder Trekking-Anbieter die ersten, die sowas mit verwendet haben, weil man wollte ja eine Fußbekleidung schaffen, die sozusagen wetterunabhängig macht und die eben halt auch mal verschiedene Verläufe mitmacht. Wenn ich also durch unwegsames Gebiet laufe, ist es alles nicht nur sauber, schön und trocken, sondern man läuft auch mal durch einen Bachlauf oder kommt an ein kleines Flüsschen, wie auch immer. Es kann Matsch, Morast und so weiter alles mit dabei sein. Was ich also brauche, ist ein relativ pflegeleichtes Material. Und das erreicht man zum Beispiel gerade hier. Ich sag mal, da nehme ich jetzt mal unseren Anbieter Kamik mit diesen Trekking-Sandalen, die also innen mit einem Neoprenfutter ausgestattet sind. Neopren kennt man zum Beispiel sehr viel aus dem Schwimmen-, Bade- und Tauchsport. Da ist es praktisch bei den Tauchanzügen auch nochmal als inneres Futter mit verwendet, weil es ist sehr atmungsaktiv, schnell trocknend, antibakteriell und gerade bei den Tauchanzügen hat es sogar noch mit die Eigenschaft, leicht wärmend zu sein. Denn wenn ich da im kalten Wasser unterwegs bin, wird es mir halt schnell ein bisschen kalt, ne? So, das wollen wir hier bei einer Trekking-Sandale natürlich nicht. Hier geht es sozusagen um diesen Mehrwert der Schweißaufnahme. Denn bei höheren Temperaturen, kennen wir alle selber, schwitzt der Fuß recht schnell. Also brauche ich natürlich dann auch hier bei den Materialien für die Decksohle auch da wieder schweißaufnahmefähige Materialien. Und hier hat zum Beispiel Kamik so ein leichtes, angerautes, synthetisches Fußfutter entworfen, was also auch mit Fußfeuchtigkeit aufnimmt. Der Gegenpart sind also dann alle solche Sandalen, die also mit einem PVC-Fußbett mit aufwarten. Das heißt also, hier ist keine Schweißaufnahme. Hier wird also bloß verhindert, dass der Schweiß in den Schuh eindringt. Und man kann diese Schuhe natürlich auch vorteilhafter besonders leicht reinigen. Mitunter machen die sogar noch einen Waschgang sogar noch mit, im Schonwaschgang, logischerweise in der Waschmaschine und mit einem Schuhbeutel oder Wäschebeutel geschützt. Halten die auch mal ein, zwei Wäschen aus, aber bitte nicht zum Dauergebrauch. Das ist der Unterschied zu waschbaren Schuhen, die explizit dafür ausgelegt sind. Wie zum Beispiel diese Neuentwicklung von Vado. Mega cooler Schuh, weil auch wieder mega flexibel. Und auch hier haben wir es mit einer Kombination aus waschbarem Leder und stofflichen Teilen zu tun. Damit sich also hier der Fuß wohlfühlt, wird auf ein sogenanntes Funktionsfutter zurückgegriffen, was also lederähnliche Eigenschaften hat, aber eben halt auch wieder mit einer schnell trocknenden Fähigkeit punktet. Das heißt also, das Material trocknet schneller als jedes Lederfutter. Zudem ist es antibakteriell. Es ist zertifiziert nach Ökotex-Standard und natürlich auch sehr fußgeruchsresistent. Das ist ja immer das, wo man ja immer sagt, das sind so die großen Nachteile der veganen Materialien. Denn ganz einfach, aufgrund der geringeren Stärke des Materials ist es natürlich nicht so in der Lage, so viel Fußfeuchtigkeit und Gerüche damit aufzunehmen, wie zum Beispiel ein Lederschuh.
Der Lederschuh an sich hat ja eine ganz andere, die Lederstärke ist ja schon mal eine ganz andere wie beim Stoff. Und damit kann da natürlich mehr Feuchtigkeit aufgenommen werden. Zudem hat Leder auch noch die schöne Eigenschaft, sich gegen Gerüche ein bisschen zu verwehren. Das heißt, es nimmt nicht so schnell die Fremdgerüche an, die ja teilweise durch Fußschweiß mit entstehen. Deswegen punkten also gerade diese Lieferanten mit einer Maschinenwaschbarkeit. Ist auch immer dann meistens angegeben im Schuh oder am Karton, dass das auch möglich ist. Und das punktet natürlich gerade hier in Sachen Fußhygiene extrem. Vorreiter in diesen Sachen war natürlich auch wieder hier der Filii, der Barfußschuh für Kinder, die natürlich als erste schöne vegane Materialien auf den Weg gebracht haben, die sozusagen auch wieder eine stoffliche Basis haben. Das heißt also, ich habe ein lederähnliches Material, was optisch aussieht wie ein Leder, was sich mitunter auch so anfühlt, was auch diese Stärke hat, damit ich eine gewisse Haltbarkeit habe und punktet hier wieder auch mit einem zertifizierten Futtermaterial, was also auch wieder lederähnlich ausschaut, aber auch wieder so eine Art Funktionsfutter ist, wie ich es schon hier bei Wade und bei anderen Lieferanten mit angesprochen habe. Das heißt, es nimmt schnell die Fußfeuchtigkeit auf, aber es trocknet auch sehr schnell. Damit sich sowas natürlich auch verarbeiten lässt, wird es dann meistens auf ein Trägermaterial mit aufgebracht. Und das Schöne ist natürlich bei diesen Modellen von Filii, dass sie sich halt so schön den Fuß anpassen. Gibt es also auch in zwei verschiedenen Weiten, in White und in M. Und wir haben also die Erfahrung gemacht, wer einmal diese veganen Modelle gekauft hat, gerade für den Alltag im Kindergarten, generell für Schulkinder, wie auch immer, dadurch, dass man diese auch waschen kann und sie natürlich leicht zu reinigen sind und natürlich auch mal das eine oder andere Wasserbad mitmachen. Ich sage mal bloß, ich nenne es die Wasserstrecke bei der Tagesmutter oder im Kindergarten. Wunderbare Sandalen, die das alles mitmachen. Da muss ich immer sagen, bei der Ledersandale bitte, bitte aufpassen. Nicht jedes Leder mag das, mag Nässe. Es muss dafür bei der Gerbung speziell vorgerichtet sein. Dann geht es auch. Beispiel sind soweit Beispiel diese Saltwater Sandals aus England. Aber das ist jetzt nicht das Thema gewesen, sondern bei uns ging es jetzt also hier um diese Ersatzmaterialien oder veganen. Und da muss ich immer wieder sagen, diese stehen den anderen in keiner Weise nach. Diese sind sogar atmungsaktiver als die anderen Materialien und sie sind natürlich besser für den Fuß, weil sie eben halt sozusagen die Flexibilität erhalten. Anprobieren könnt ihr natürlich sowas immer gerne im Fachgeschäft und ansonsten im Online-Shop, sofern er dann wieder bei Frau Weiß geöffnet hat. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim nächsten Einkauf. Ich würde mich freuen auf das nächste Thema von euch und dann schauen wir einfach mal, was wir dann wieder Interessantes für euch hätten. Bis dahin. Tschüss.